Hallo ihr Lieben, hier einmal ein Beispiel, wie man am besten kontaminierte Handschuhe auszieht. Und zwar ist es wichtig, dass man genau das nicht macht, damit man sich nicht selber kontaminiert. Das heißt, man greift einen Handschuh und zieht den dann über die Hand drüber. Mit der anderen Hand kann man in die Handschuhinnenseite reingreifen. Dabei aufpassen, dass man sich nicht selber kontaminiert und dann hat man so ein kleines Paketchen. Gleich noch ein zweites Beispiel, was uns in der Pflege auch sehr oft begegnet. Beim zweiten Beispiel geht es um die kontaminierte Unterlage oder Einlage. Die falte ich meistens schon so zusammen, dass das Grobe schon einmal weg ist. Hab dabei oft zwei Paar Handschuhe an, gerade wenn ich Bescheid weiß, dass es um den Bereich Stuhlgang geht, sodass ich mir so ein kleines Paket mit meinen ersten beiden Handschuhen bastel und dann einmal weg damit. Die zweiten Handschuhe kann man noch nutzen, wenn man irgendwas aufräumen muss, wegräumen muss, sofern die nicht kontaminiert sind. Ansonsten mache ich ein zweites Paket und dann war es das auch schon. Ich hoffe, das konnte euch helfen. Ciao!